Was bedeutet das heute überhaupt, den modernen Weg des Kriegers zu gehen? Viele verstehen heute diesen Weg falsch. Viele denken, dass dieser Weg automatisch etwas mit einer anderen Person oder einer weiteren zu tun hat. Den Kampf oder die Konfrontation mit einer anderen Person. Genau das stimmt nicht. Im Endeffekt wisst ihr, glaube ich, was euch da erwartet. Die einzelnen Übungen gehen wir dann an den Stationen durch und am Ende haben wir noch ein Stationstraining, bei dem wir dann ein wenig funktioneller arbeiten werden, ja, mit Übertrag dann für euren Alltag. Okay? Die Arme strecken. Weiter, 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 weiter. Diesen Weg zu gehen, bedeutet, im Wissen zu leben, dass der wichtigste Kampf der im Kopf ist. Es geht darum, sehr bewusst zu leben. Zu wissen, wofür und für wen und für was man seine Fähigkeiten letztendlich einsetzen möchte. Es bedeutet zu wissen, nicht nur alleine stark sein zu müssen, sondern eben auch für andere stark sein zu können. Und in den forderndsten Momenten sein Lächeln zu bewahren. Einatmen. Weiter, weiter, weiter. Die Arme strecken. Einatmen, Luft anhalten.